herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir uns in Karin Bohr oder auch in Real Life den Subaru Brett anschauen. Und ja, ich habe ihn so ein bisschen probiert tunen wie das Original. Leider lässt es das Tuning leider nicht zu. Es gibt so die Originallackierung, aber leider sind die Farben vertauscht. Und ja, und beim Stoßstange, wenn man die drauf machen würde, dann sieht man den Motorraum rein, das möchte ich jetzt auch nicht. Aber so, finde ich, fährt er sich extrem gut. Er rutscht ein bisschen, aber, und er ist sehr hecklastig, das muss man auch sagen, aber er fährt sich trotzdem Offroad sehr gut so. Zuerst testen wir mal im Wasser, also das ist mal die leichteste Übung hier. Kein Problem, das ist Wasser sehr leicht. Jetzt wird schon schwer. Das ist eigentlich schon die schwerste Stelle. Die anderen sind nachher wieder leichter fast, würde ich sagen. Oder eigentlich sind die anderen wieder leichter. Ah, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Ah, das hat er nicht geschafft. Das war ihm ein bisschen zu tief. Aber gut, dann kommen wir zu den nächsten Teststellen. Und dabei könnt ihr ja schon zusehen, schau, er ist sehr hecklastig, aber man kann es wieder leicht ausgleichen. Von dem ist das kein Problem eigentlich. Aber die Topspeed-Zeiten schauen wir uns nachher noch an. So, das ist eine tiefere Stelle, auch eine kurze halt. Nein, auch nicht. Sehr schade. Ach stimmt, das setzt dann ganz hier vorne wieder zurück. Das ist richtig scheiße, das muss ich noch ändern. Aber fahren tut es sich wirklich gut, da kann man sich nicht beschweren. Und hier sollte es auch leicht drüber schaffen. Dass er nicht tief wird. Ich schaffe es sogar mit einem Supersportwagen durch. Aber es ist auch so ein sehr kleines Auto, das ist auch sehr interessant, ne? Ist ja kein großes Auto, ne? Sogar sehr klein. So ein typisches japanisches Auto halt. Aushebeln tut ihn auch, also aushebeln nicht leicht, aber halt überschlagen. Also er ist sehr leicht, ne? Und wenn man so. So. Wir können uns gleich ein bisschen vom Fahrverhalten. Also ich werde jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Es schaut einfach, wie er sich fährt. Ich fahre und ihr schaut zu, okay? Bis wir dann bei den nächsten 6 Stationen angekommen sind. So, jetzt kommen wir wieder auf den Feldweg drauf, da können wir ein bisschen die Federung beobachten. Wir sehen die sehr gut, also die Reifen schaut. Also das Auto sollte sich nicht bewegen, es sollte sich theoretisch nur die Reifen bewegen. Hier ist es ein bisschen fester. Ja, der federt gut. Man merkt richtig, dass es ein Geländewagen ist in GTA. Ne? Der federt gut, wenn es auf die Reifen schaut, sie bewegen sich aber das Auto nicht so. So, machen wir gleich einen Sprung. Dass er ein bisschen ausdreht. Schau, jetzt ist ihn dreht schon gerne so. Ne? Dann wieder zurück am Feldweg, kann man wieder beobachten die Federung. Ist meiner Meinung nach sehr gut, würde ich jetzt sagen. So. Dann der gute alte Bleibst du hängen Test. Okay, das ist schnell wieder mal. Das ist auch wieder zu schnell. Ihr seht, wenn ich mache. Drin. Ja, okay, hinter noch ein bisschen. Wie ich immer so schnell bin einfach.
bleiben ist mit ihm schwer, weil er halt auch Allradantrieb hat, na, das ist klar. Man muss sagen, er ist ja nicht mal ein Pickup. Er hat zwar eine Ladefläche wie ein Pickup, aber ein Pickup hat er die Ladefläche getrennt vom Fahrzeug, das hat er ja nicht mehr. Der ist praktisch so wie der Ute, also dieses australische, also dieses Auto von Holden, also dieser Holden Ute, dieses australische Pickup, der ist ja auch so ähnlich. So, dann schauen wir uns noch die weiteren Tests an, so ein paar Tests, so ein paar Sachen, ob er wo drüber kommt. Hier kommt er nicht drüber. Hier wahrscheinlich auch nicht. Nee. Hier schaffen es tatsächlich viele. Aber ja nicht. Ich habe einen großen Bomber gar nicht probieren. Nee, auch nicht. So. Vorne ist er nichts für dich. Als man da drüber kommt. War es nicht mal da, Bruder. Normal schaffen die schon wenigstens die erste Stufe. Er ist halt ein sehr kleines Auto, sehr tief. Ein bisschen rausgucken hat sie. Von der Seite kann man es vielleicht schaffen. Nee. Er ist viel zu tief. Und er ist nicht einmal tiefer gelegt. Also der Start ist schon zu tief. Kommt nicht einmal da drüber. Also das ist schon nicht so gut, ne? Das heißt, ja, einsetzen würde ich sagen für relativ, also so wie die Feldwege hier. Da erfahrt er sich gut. Wasser und große Steine nicht so gut. So, wenn wir schon hier auf der Fläche sind, schauen wir uns gleich die Zeit an. Also, Zeit hat er auf der Highspeed-Teststrecke. Eine Zeit hat er davon. Eine Zeit von 43 Sekunden am dritten Platz hinter der Sanchez und dem Vagrant und kann man von der Zeit ungefähr her vergleichen bei den Sportwagen mit dem GB200, mit dem Schwarzer, Drifthamper, Tropos Rally. Das heißt nicht so schnell für den Sportwagen, für den Geländewagen aber sehr schnell. Das muss man schon sagen. So, jetzt kann man die Kugel ein bisschen probieren, aber er fliegt komplett drüber, weil er so leicht ist. Muss man halt irgendwie voll langsam drüber fahren gefühlt. Oder er hat heute schon der fünfte Voice Crack einfach. Er bleibt einfach hängen. Geht immer rüberspringen, das fuckt so ab. Nicht ideal. Also er hüpft. Sehr mal dumm und man hört ja richtiges Metall schleifen, ne? Das heißt, er setzt auf, ne? Jetzt will ich nicht einmal mit Land Rover. Bam. Und da setzt da vorne auf, ne? Auf der Stoßstange. Und Scherder. Weißt du, wie er schleift? Er ist halt zu tief, ne? Er schleift am Unterboden extremst. Wobei man sagen muss, dass die Federung gut ist. Schaut sich die Reifen an, wie die Federn. Seht ihr, wie die Luft geht hinten? Hinten links setzen. Und dann, wenn ich drauf auf dem Reifen, geht er ganz rein und ist der andere so heraus. Federung gut, aber das Fahrzeug selbst ist einfach zu tief für Gelände. Also ich würde ihn eher empfehlen für Feldwege und so und holprige Feldwege auch. Da ist er ideal. Aber für richtig Gelände, also mit Steine und mit so nicht so ideal. So, beim Umkippen tut er eher spät, auch wenn er leicht umkippt, also relativ leicht, würde ich sagen. Ja, finde ich gutes Fahrzeug. Kaufempfehlung kommt drauf an, was man mit dem Fahrzeug machen will. Ja? Rennen gewinnen kann man mit ihm, Spaß haben kann man mit ihm, richtig Offroad fahren. Ja, jein. Aber er ist fast so eine Wunderwaffe. Weil, wie euch schon aufgefallen ist, er ist sehr hecklastig, ne? Und jetzt werde ich euch was zeigen, was einfach nur krass ist. Der ist geil, der Wagen. Der ist geil, der Wagen. Ich habe ihn sehr gern. Vor allem, weil er halt ein Offroader ist und gleichzeitig auch noch was sehr anderes kann. Und das sogar sehr gut. Lasst euch überraschen, was ich gleich euch zeigen werde, ne?
So, ich wollte natürlich in den freien Modus hinein. Vielen lieben Dank. So, das lädt eh wieder. So, warum spawne ich am Arsch der Welt? Ich muss weit weg. Och nee, ich bin in der offenen Lobby. Ich werde so gefickt. Helikopter, Chat, Noobbug, Chat, BL, meine ich, Bruder. Da bist gefickt, wenn du dahin gehst, Bruder. Aber ich habe eine Idee. Nein, verstehen wir das nicht. Und dann online eine neue Sitzung finden, geschlossene Freundesitzung, und dann zeige ich euch was richtig krass ist, was anders krass ist. Der Wagen ist krass, der ist geil, der ist anders geil, der Wagen. Ich werde es euch gleich zeigen, das, was der wirklich kann, was er wirklich kann. Mein Auto steht schon da, perfekt. Weil jetzt werde ich euch was zeigen, und es wird mir keiner glauben, weil ich habe es noch bei keinem anderen YouTuber gesehen, muss ich sagen. Und zwar werde ich jetzt ein paar Veränderungen vornehmen. Und zwar, ich mache erstmal das. Dann Reifen. Das. Und dann das. Und jetzt sehe zu, meine Freunde. Sehe zu, was dieses Fahrzeug kann. Sehe zu. Es ist genial, der Wagen. Mit anderen Spielen sie weiterkommen. Der Wagen ist fett geil. Fett geil, Bruder. Der ist Kuss einfach, Kuss einfach. Der ist wirklich, da hat Rockstar Games so schmackhaft, das wieder mal rausgebracht. Oh, die Musik fuckt voll ab. Wenn ich so schön zusammenbringe wie vorher. Okay, war jetzt nicht so fresh. Hoffentlich bringe ich wieder ein paar so schöne Drifts raus. Aber der Drift, der so schön, habt ihr es gesehen. Ich habe noch nie ein Auto gesehen, was so schön driftet. Und so leicht. Klar, manchmal bricht er aus, aber das passiert immer. Aber ich finde trotzdem, ich habe noch kein Auto gesehen, was so schön driften kann. Ich habe noch kein Auto gesehen, was so schön driften kann. Schaut euch den Drift an. Wie schmackhaft der war. Ein Offroad-Auto, das gleichzeitig auch driften kann. Sowas habe ich noch nie gesehen. Oh ne, da bin ich erstmal wieder ein bisschen. Aber auch mit dem Rot und mit den Chromfelgen, das schaut auch so baba aus. Aber der driftet halt so schön, ne? Wieder aus. Ein bisschen dreht sich immer aus, aber es ist immer so. Also zumindest bei mir.
Aber der ist zum Driften genial, probiert's das mal. Ich finde, mit dem ist Driften sehr leicht, also im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, ja. Weil er einen sehr guten Lenkeinschlag hat, ne? Und extrem gut rutscht, weil er ja so hecklastig ist, ne? Weil er ist extrem hecklastig und hat einen guten Lenkeinschlag. Und die Kombination macht ihn halt zu einem richtig guten Drifter. Ich habe sogar überlegt, ob ich meinen zweiten kaufe, um den als Drifter zu lassen oder mal vielleicht nur den behalte, ohne Offroad-Reifen, ja. Weil der macht den Job so gut als Drifter. Habt ihr den Drifter gesehen? Der ist anders krass als Drifter. Schaut euch das an. Ich habe noch nie so schön driftet als wie mit dem Fahrzeug. Der ist einfach nur genial. Ist einfach richtig geil. Das Empfehlung für das Fahrzeug ist auf jeden Fall raus. Schon alleine, dass er driften und Offroad fahren gleichzeitig kann. Also der ist wirklich geil, ne? Er ist wirklich geil. Er ist genial, ja. Und irgendwie erinnert mich an diesen VW Golf Pickup oder VW Pickup heißt der. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn der. Das war so ein Golf, aber als Pickup. VW Golf Pickup. Heißt der so? Wie heißt denn der? Ja, den gibt's. Wie heißt der? Caddy. Das ist der Caddy, der hat einfach früher so ausgeschaut. Okay. Ja, der erinnert mich irgendwie auch voll am VW Caddy. Der schaut auch so aus. So ähnlich, so ein bisschen. Aber Kaufempfehlung ist auf jeden Fall raus. Wenn euch der Test gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ciao.